sind jetzt dran, ein neues Werkzeug zu generieren. Was ist das Ziel dieses Werkzeugs? Also die Hauptziele sind primär mal die Effizienzsteigerung in der Branche als Gesamt. Also dass wir eigentlich etwas haben, wo wir ausschreiben, effizient ausschreiben, dass wir auch eine einheitliche Sprache haben. Wir haben heute je nach Fachplaner haben wir sehr gute Fachplaner mit guten Wortwahl- und Textbausteinen, dass man das eigentlich vereinheitlicher und effizienter wird für alle. Also auch ich als Bauherr möchte dann gezielte Sprache haben, die eigentlich meine Planer verstehen, die auch der Unternehmer verstehen und Missverständnisse so aufgehoben werden. Was bringt das nachher am Bauherr oder am Fachplaner, wenn man das Werkzeug anwenden kann? Er bekommt mal sicher noch stärker das, was er sich gewünscht hat. Also es gibt weniger Probleme von der Verständigung als solches. Mittelfristig denke ich auch, es wird das Gesamte günstiger machen, weil wir effizienter werden. Und es wird sicherer. Das heisst, Ärgernisse aufgrund von Missverständnissen werden sicher aufgehoben werden. Vielen Dank.